Hallo, willkommen wieder bei der Gartenmoni. Ich zeige euch, wie ich mein Scheuerpulver selber mache. Es sind bestimmt welche dabei, die machen das auch schon lange, aber es gibt bestimmt auch Leute, die wissen das gar nicht. Die haben noch gar nicht dran gedacht und kaufen sich ihr Scheuerpulver. Es gibt ja genug zu kaufen, Pulver und auch Milch. Da ist halt viel Chemie drin. Und gerade wenn man Kinder und Tiere hat so im Haushalt, ist Chemie doch nicht so gut. Und deswegen mache ich mein Scheuerpulver selber. Und das zeige ich euch jetzt. Dazu brauche ich nur drei Dinge. Einmal Zitronensäure. Das ist so wie Salz, wie ganz feines Salz. Dann brauche ich Natron. Und ich brauche Mehlstärke. Und zwar für die Mehlstärke ist dafür da, dass das Pulver dann, also mein Scheuerpulver dann schön rieselt. Das Verhältnis, wie man das mischt, das zeige ich euch jetzt auch gleich. Dann nehme ich von der Zitronensäure einen Esslöffel, also ich mache jetzt nur mal das Grundrezept. Einen Esslöffel Zitronensäure. Das mache ich jetzt lieber auf, nicht, dass recht viel rauskommt. Zwei Esslöffel Natron, eins, zwei, also man braucht nichts abwiegen, das kann man so Esslöffel nehmen, aber jetzt ist ein Gramm mehr oder weniger, ist es ja nicht so schlimm. Und dann noch das Stärkemehl, auch einen Esslöffel, muss nicht ganz so hoch sein, der Löffel. So, und das vermische ich jetzt schön. Also es geht ruckzuck, so, schön vermischt und das ist ja schon das fertige Scheuerpulver. Als Behälter, ich meine, vielleicht habt ihr einen passenden Behälter, ich habe jetzt keinen gehabt, dann nehme ich so ein kleines Glas, da war schon einmal das Pulver drin, deswegen ist es jetzt ein bisschen trüb, nehme den Deckel ab. Mit dem verschließe ich auch dann immer wieder, weil es soll übrigens dann luftdicht sein, dass keine Luftfeuchtigkeit hinkommt, weil sonst fängt es an zu klumpen, ist ja klar. Da gebe ich dann mein Scheuerpulver rein. So. Und dann habe ich mir von einem extra Deckel, habe ich mir Löcher reingemacht, damit ich das dann schön streuen kann. Und immer wenn ich das brauche, das Scheuerpulver, tausche ich halt mal kurz die Deckel aus. So, und so schaut es dann aus. Das ist mein Scheuerpulver. Wer kein Pulver nehmen will und möchte es lieber via Milch haben, das mache ich auch manchmal. Wo habe ich jetzt meine Flasche hin? Dann nehme ich eine Sprühflasche, gebe Wasser rein, dann streue ich das gerade dahin, wo ich, was ich halt gerade putzen will, und sprühe ein bisschen drauf und dann fängt es an zu schäumen und das wird wie Milch. Dann, wenn Kalk da ist, wie zum Beispiel an den Armaturen oder so, dann kann man noch unterstützend wegen dem Kalk einen Essig reingeben, weil das entkalkt ja dann. Ja, und das war das ganze Geheimnis vom selber gemachten Scheuerpulver. Ich hoffe, das gefällt euch, ihr macht es einmal nach. Es ist keine Chemie drin, also besser kann es doch nicht sein. Wenn ihr meine Arbeit und meinen Kanal unterstützen wollt, dann schaut doch mal oben auf den Link. Das war's für heute. Wenn euch überhaupt der Tipp gefallen hat, dann lasst doch bitte wieder einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni. Ich fange jetzt an zu putzen.